Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. In diesem Video wollen wir den Strahlensatz herleiten. Hierzu haben wir zwei Dreiecke ABC und AB-C' gegeben, die ähnlich zueinander sind. Und außerdem wissen wir noch, dass die Seite AB' doppelt so lang ist wie die Seite AB. Und wir wollen jetzt auch verstehen, warum die Seite B'C' doppelt so lang ist wie BC. Und AC' doppelt so lange wie AC. Hierzu sollen wir einmal erklären, warum die Seiten B'C' parallel zu BC ist. Danach sollen wir die Seite AB parallel durch den Punkt C verschieben und das daraus entstehende Parallelogramm beschriften. Und danach sollen wir erklären, warum die Dreiecke ABC konkurrent zu dem Dreieck CPC' ist und auch diese Seitenlängen vom Dreieck CPC' beschriften. Pausiert nun das Video und versucht die Aufgabe einmal selbstständig zu lösen. Wir kommen gleich zu der Auflösung. Zu der Auflösung, warum BC und B'C parallel zueinander sind, das ist deswegen der Fall, weil beide Geraden den gleichen Winkel Beta von der gleichen Standlinie 2c eingezeichnet haben. Das bedeutet, die Strecke BC wurde in einem Winkel von Beta auf der Standlinie 2c eingezeichnet und auch die Seitenlänge B'C' wurde mit einem Winkel von Beta eingezeichnet. Somit gilt, dass BC parallel zu B'C' ist. Danach zeichnen wir die Strecke AB durch den Punkt C ein und haben somit die Strecke C parallel durch den Punkt C verschoben. Es entsteht nun ein Parallelogramm mit den Seitenlängen C und A. Und durch das gleiche Argument kann ich jetzt sagen, dadurch, dass ich weiß, dass hier der Winkel Beta ist, muss auch hier der Winkel Beta sein. Jetzt gilt es noch zu zeigen, ob hier drinnen wirklich der Winkel Alpha liegt. Das kann ich deswegen argumentieren, indem ich hier sehe, dass die gleichen Geraden geschnitten werden. Einmal hier, die beiden Geraden 2c und 2b werden im Winkel Alpha geschnitten, als auch hier oben wird die Gerade im gleichen Winkel Alpha geschnitten. Es handelt sich ja deswegen um die gleichen Geraden, dadurch, dass ich einfach nur die Seitenlänge C parallel da oben verschoben habe. Und somit kann ich laut dem Winkelseitenwinkelsatz behaupten, dass die Dreiecke ABC und CPC' konkurrent zueinander sind. Der Winkelseitenwinkelsatz besagt, wenn zwei Dreiecke die gleichen Winkeln haben, dann sind sie konkurrent zueinander. Diese beiden Dreiecke haben die zwei Winkeln Alpha und Beta gemeinsam, als auch die Seitenlänge C. Und somit sind sie konkurrent zueinander. Nun sehen wir uns das Ganze für andere Skalierungsfaktoren an, wie beispielsweise für k ist gleich 5. Wir gehen von diesem kleinen gelben Dreieck aus und zeichnen ein 5-mal so großes Dreieck darüber. Wir können nun durch die gleiche Argumentation wie vorher überall Parallelogramme einzeichnen und durch parallel verschieben und würden dann erkennen, dass unser kleines Dreieck das Gelbe von Beginn an genau 5-mal in das Große hineinpasst. Man kommt also von dem kleinen Dreieck auf das große Dreieck, indem man jede Seitenlänge mit der Skalierungszahl 5 multipliziert. Wenn die Skalierungszahl allerdings ein Bruch ist, funktioniert das genauso. Man stellt sich zu Beginn ein größeres Dreieck vor, in dem Fall das dreimal so große Dreieck wie
zuvor und dividiert zu Beginn einmal die 3 hinunter. Somit erhält man dann wieder das kleine Dreieck. Danach wendet man die mal 5 an, um wieder auf das große Dreieck zu kommen. Und wieder erkennt man, dass das kleine Dreieck genau 5 Drittel mal hineinpasst. Und zwar spreche ich hier jetzt von diesem kleinen Dreieck. Dieses passt genau 5 Drittel mal in das große Dreieck nun hinein. Jetzt eine Frage an euch. Wieso funktioniert dies nicht mit irrationalen Faktoren k? Es wird hier von Skalierungsfaktoren k aus den rationalen Zahlen gesprochen, beziehungsweise für k aus den reellen Zahlen. Pausiert nun das Video und überlegt, warum dies nicht für k aus den irrationalen Zahlen funktionieren kann. Zu der Auflösung: Es kann deswegen nicht für irrationale Zahlen funktionieren, weil ich dies nicht mit Hilfe solchen Parallelogrammen darstellen kann. Ich kann keine Bruchzahl angeben, womit ich jetzt ein Dreieck auf eine bestimmte Zahl, auf ein bestimmtes kleines Dreieck hinunter dividieren kann und danach auf die irrationale Zahl aufmultiplizieren kann, weil es für die irrationalen Zahlen keine Bruchdarstellung gibt. Und dann noch zu guter Letzt, wie sieht es mit negativen Faktoren k aus? Hier haben wir nochmal die Darstellung für k ist gleich 5. Hier passt das kleine gelbe Dreieck genau 5 mal in das große Dreieck hinein. Und für k ist gleich minus 5 würde man sich nun vorstellen, dass man das gleiche macht, nur dass man jetzt das große Dreieck an die Spitze des kleinen Dreieckes anhängt, in verkehrter Form. Man sieht dann, es entsteht eine Sanduhr und man geht dann in die negative Richtung. Man erhält dann dieses Dreieck in die andere Richtung.